Morgen! Wissen, was zum Abgeben. Okay. Hab dich von Weitem schon gesehen. Wenn Interesse besteht. Auch keine Anleitung. Nee, Anleitungen sind keine mehr mit dabei. Echt nicht? Nee, leider nicht. Und was wolltest du dafür haben? Vielleicht ein Fuffi für die Spiele. Ohne Anleitung ist immer kein Sammler. Also ich halt nicht komplett. Okay. Ja, aber ich glaube, der Titel ist gut, meine ich. Ja, der geht, glaube ich, auch ein bisschen mehr weg ohne Anleitung. Shinobi. Das ist unterschiedlich. Ich glaube, ein relativ guter Titel. Wollt ihr was anderes mitnehmen oder einfach nur verkaufen? Nee, ich wollte für PS5 noch ein Spiel mitnehmen. Achso, okay. Ja. Was bestimmt ist? Nö, weiß ich nicht. Nicht. Ja gut, dann machen wir die 50. Ja. Cool ist ja. Alles klar. Ja, 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 guckst dich mal um. Meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen auf Game Center VS. Ich bin der Crasher und ich habe einen Videospieleladen. Wir verkaufen hier gebrauchte und neue Videospiele, Konsolen, Merchandising, alles Mögliche. Da seht ihr jetzt auf YouTube, wie wir Sachen von den Kunden kaufen und verkaufen. An der Theke sind immer so Ausschnitte. Es ist immer spannend, was die Leute so bringen. Und ich freue mich, dass ich wieder geilen Content für euch habe. Das ist nämlich richtig nice. Es sind richtig paar gute Folgen jetzt. Auf jeden Fall ist Reggie's Wattestäbchen am Start. Kennt ja jeder von Twitch mittlerweile. Also wir streamen hier live aus dem Laden auf Twitch Game Center VS. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei. Sagt mal Hallo. Wie geht's? Was steht? Da machen wir Auktionen, da verkaufen wir, da machen wir Real Talk, da gibt's Shopping-Tage, da gibt's Eskalation, also dort gibt's alles, ja. Und ich freue mich jetzt wieder, euch diese neue Folge zu präsentieren zu dürfen. Also wir sehen uns jetzt in den neuen Folgen. Ich bin so aufgeregt, ja, also lasst krachen, Leute. So, Mensch, Demon Souls. Ja. Ist noch 24,95. Danke dir. So, alles klar, danke. Danke dir. Geht's so, oder? Das geht so, danke. Super. Ja. Jetzt sind sie so lange rumgelegen bei mir. Ja. Schade um die Anleitung, hat ein paar Euro mehr gegeben. Ja. Ja, gut, aber Mega Drive gibt es hier ganz selten. Also Sega-Spiele habe ich hier ganz, ganz schlecht. Ja, okay. Es geht nur übers Internet im Endeffekt. Okay. Aber gut. Alles klar. Dankeschön, gut. Schönen danke. Tag, ciao. Ja, genau richtig. Hab das Headset hier gekauft. Ja. Und dann hatte ich dir das ja angekündigt. Okay. Dass ich das Gerät hier noch hab. Und da ich mir die Xbox geholt habe, brauche ich das noch. Okay. Noch ein Controller. Ja. Und das Stromkabel. Ja. HDMI-Kabel habe ich original leider nicht mehr. Okay. Und ganz viele Spiele. Ganz viele Spiele, ja. Also, wenn du sie nicht brauchst, nehme ich sie wieder mit und die sind in der Pfanne. Wir gucken mal. Gucken wir mal. Was wir hier anbieten können, ne? So. Okay, ich sehe schon. Normale Durchschnitt. Ja, ja. Okay. Ich glaube, da hatte ich mir 150 hat gesagt, gell? Genau. Ja, so. Ja. Das ist noch ein bisschen weiß, ne? Hab nochmal reingeguckt, sind alle drin.
alte Spiele. Gut, HDMI-Ladekabel hast auch keins mehr, wa? Nee. Also dann da komme ich auf 190 Euro. Ja, das können wir machen. Das passt das für dich? Ja, wenn wir 200 glatt machen, ist auch okay. 180, oder? Unterstützt einen kleinen Händler. Du guckst schon hin und wieder in deinen Stream rein. Alter. Echt? Ja, manchmal. Ist cool, gell? Wenn ich Homeoffice habe. Ja. Wenn wir 200 glatt machen, sind wir einig. Also komm, Deal. Danke. Ich guck mich auch noch mal um. Echt? Das auch noch? Achso, soll man nachher abrechnen? Oder ja, ich guck mich noch mal um und dann. Und dann machen wir den Deal. Okay, alles klar. Ich danke dir. Ja, schon recht. Also 200 Euro. Und letzte Kröten. Obwohl da ist schon gar nichts mehr drin. So, 100, 150, ja. 200, gell? Super, ich sag vielen Dank. Ja, danke dir. Bis die Tage, gell? Ja, auf jeden Fall. Bye, bye. Ciao, ciao. So, jetzt komm, schau mal her, dann gucken wir mal mit deiner Ware. Oh, ich muss ja schon Platz machen, ja. Ja, wem gehört das jetzt? Euch allen, oder? Deine, er hat sein Zeug, ich hab mein Zeug. Ah, ihr habt getrennt. Und okay. Meins ist aus der angeheirateten Verwandtschaft. Achso, okay. Der kauft viele Konsolen. Ich habe selber von dem jetzt schon 3 PS4 verkauft. Eine PS3 habe ich verschenkt. Was ist mit dem los? Oder? Ich weiß nicht, der kauft sich an einfach so? Einfach so, ja. So eine Krankheit, oder? Anscheinend schon. Ja. Du wirst gleich komisch gucken, weil... Ja, okay, ich guck gleich komisch, okay? Das ist immer gut. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen. Das ist ja immer spannend, was hier passiert. Okay, die ist ja gut, die sind ja komplett, ne? Ich gehe davon aus. Ich habe gesehen, dass bei den Controllern hinten fehlen die Klappen. Dafür hat aber irgendwo eine Ladestation mit Akku-Packs. Ach, da ist noch mehr von den gleichen Dingern. Ja, das ist aber die Kinect Edition. Ah, du Leier von den Grünen hier. Kann sein, dass noch CDs drin sind. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Du bist schon gut vorbereitet. Kinect ist drin. Schaffst aber nicht auf den Recyclinghof oder so. Nee, das hat alles da rein. Das sollte eigentlich auch alles funktionieren, weil es nichts kaputt ist. Er kauft sich dann neu und stellt das andere weiter. Mhm. Genau. Okay. Die Xbox One auch mit Kinect. Nimm ich mal an. Ja. Kinect ist da. Box ist unten drunter, genau. Also wenn du die anguckst, die ist wirklich, also ich habe sie draußen gehabt, weil da war noch eine CD drin, ja. Neuwertig. Echt? Ja, ja. Muss schon gucken, wie rum sie jetzt nicht, weil nur auf der einen Seite war. Oh, die ist super einpackt, ja. Der Karton drin. Ich merke, du packst nicht viele Geschenke ein. Ja, der war nicht mehr. Das war so. Mhm. Aber da könnte ich echt denken, die wäre neuwertig gibt. Also die sieht echt top aus. Tja. Das ist ein Glanzstück. Wenn der Controller auch so aussieht, dann... Der sah eigentlich recht okay aus. Also ich habe schon schlimmere gesehen. Ja, das siehst du an den Aufklebern, wie es benutzt. Das sind irgendwie, wie es abgenutzt. Oder halt an dem Raum hier. Und das sieht auch... Also. Ja, würde ich sagen, so 8 von 10 Punkten. 8 von 10 Punkten. Das Inlay ist nicht mal so schön, aber ist okay. Nee, passt schon alles. Haben wir hier noch
Jetzt kommt's. Bisschen, nein, noch nicht, glaube ich. Da haben wir noch ein bisschen Zubehör für die PS3. Okay. Die Move Controller. Mhm. Ich denke, das Netz ist halt wieder zu der Ladestation. Genau. Kamera. Da kannst du es gerne mit. Ah, warte mal, hier ist ja noch. Ist PS3, ja. Standpunkt. Stimme, okay. Anleitung, glaube ich. Mhm. Voll der Sniper-Koffer. Den gibt's gratis dazu. Echt? Kann ich immer auf Bank gehen, wenn ich Geld hol für die Ankäufe. Haben wir hier haben wir die Ladestation für die 360-Controller und da sind auch die zwei Akku-Packs drin. Okay. Ja, ja. Ach, nee. Genau. Dann haben wir hier noch. Es sieht so aus, als wäre original verpackt. Batterien sind auch noch drin. Batterien sind auch noch drin. Ich habe jetzt nicht aufgemacht. Mhm. Doch, der wurde schon mal geöffnet. Oh, vielleicht mit dem reinen Kugel. Ja, ich wollte es nicht, keine Ahnung. Ja, jetzt keine Ahnung. Wir gucken mal alles an. Das ist original. Ja, das kenne ich. Mit Forza. Ich habe das noch nie gesehen. Ist noch eingepackt. Ja, das kenne ich. Gut, ich habe ja schon alles gesehen. Ja, klar. Aber ich schon. Dann habe ich noch von mir, ich habe leider die Originalverpackung heute vergessen. Das ist nur noch ein PS5-Controller gebraucht. Ja. Ich habe ihn nicht gebraucht. Also gebraucht. Ja klar, in dem Fall ist er ausgebraucht. Der ist gebraucht, aber der geht. Okay. So, dann habe ich, machen das jetzt mal anders. Gottes Willen. Die Volien sind original verpackt. Ich weiß nicht, ob du viel original verpackt hast, deswegen wusste ich es jetzt nicht. Drei zum Hammerpreis. Ach, die sind, hier ist auch noch eins. Das sind halt die besten Titel da. Ja. Das ist schon. Okay. Das war ja, das brauche ich. Ja, dann hat schon einiges auf dem Tisch. Noch mal weiter mit PS3. Ja. Die sind noch nicht original verpackt. Aber die. Okay. Da sind auch zwei Limited Edition dabei. Von okay. Zum Beispiel, aber ich habe schon gehört, das ist nicht so begehrt. Du hast schon alles gecheckt vorher. Battlefield, Homefront, gut. Genau die. Ich habe nicht wirklich so einen Preis dazu gefunden, nur einen englischen Preis. Aber ja, es, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Bei den Sealed-Sachen ist das Problem, ist klar, es ist sealed, okay. Aber sobald die Folie irgendwo einen kleinen Riss oder eine Druckstelle hat, kannst du es eigentlich schon vergessen, wird schon nicht mehr gegradet. Ja, ja. Gerade mit den, mit den Aufklebern. Und dann manche graden das mit den Aufklebern. Ich finde das so. Okay. Sind wir durch jetzt oder hast du noch was? Ja, nee, jetzt sind wir durch. Also ist eins. Okay. Hast du dir da mal Gedanken gemacht? So? Ich hab's grob überschlagen. Okay, jetzt. Ich weiß nicht, ich war bei 1600, aber ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Was Lire? Lehre. Ja? Rubel. 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 Nee, sag mal was an. Ich hab keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Ich muss halt jetzt rechnen. Der Controller denke ich 30. Ja, da hast du schon mal gut geschätzt. Gell? Ja gut, sagen wir mal so, die Xbox-Sachen sind ja, jetzt von den Titeln her. Aber gucken wir mal. Pokémon Silber, Pokémon Gold und Pokémon Blau. Das geht eigentlich. Bei 19 hast du 60 Euro dafür. Das ist eigentlich cool. Ich hab den 14 auf dem 3DS gespielt. Der ist nicht nice. Es gibt bald sogar der 5. Aber der soll nicht vorbei sein. Ich muss mal irgendeines mal anfangen zu stoppen. Der ersten 3 geht auf dem DS, der dritte 3DS. Switch und der 5. Switch. Welchen
Einfach mal Daru, Diwali und Rosa. Amiibo. Das sieht schon cool aus, gell? Ja, das Spiel ist original verpackt. Ich denke, also, dass das nicht benutzt wird. Das Netzteil müsste unten drin sein, weil das Spiel ist. Das Netzteil irgendwie. Oh je! Yeah. Rudi! Das ist schwer, gell? Das ist echt schwer, gerade die 360. Also die laufen gar nicht, gell? Einfach nur vom Gameplay finde ich die echt geil. Oh, Gomiti. Das war noch eine geile Serie. Lego Overwatch. Das erste Modell. Oh je, da sind wir weit entfernt. Also ich komme realistisch auf 450. Okay. Also können wir 5 glatt machen. Bitte, was sagt der? 5 glatt. Was hat der jetzt denn? Das haben wir fast so mindestens. Also ich muss ja auch was dran verdienen, alles klar. Gell? Wenn es nicht 500 gibt, aber das Problem ist, das sind zwar sealed, das ist jetzt resealed, das sind Titel, die, ja, weiß ich nicht. Ja. Weißt du, sealed oder nicht sealed, sowas hier, das kauft kein Sammler mehr. Ne? Und vor allem nicht Formel 1. Also wenn das jetzt richtig Exklusivtitel wären, ja. Und bis du da das immer die Kohle wieder drin hast, ich muss überlegen, bis ich da mal allein wieder die 500 drin habe, da bin ich aber ganz schön am Schuften. Ja. Also 470, aber dann ist bei mir Tutti Frutti. Haben wir einen Deal, oder? Deal. Okay. Hätte ich jetzt noch die drei PS4 Gamecube? Was, Gamecube? Nee, drei PS4. Die erste, die Slim und eine Pro habe ich schon verkauft. Hast du schon verkauft? Ja, da wusste ich aber noch nicht von dir. Er hat mir das. Ach so, okay. Glaub, er ist in die Wege gebracht. So, dann schreibe ich mir das kurz hier auf. Dann können wir ja deins auch gleich machen, oder? Ich packe das jetzt mal kurz weg. Und mal kurz den Tisch leer machen. Was meint ihr, der liegt, der dunkle Himmel und Himmel ist? Keine Ahnung. Ja. Ja, damit. Also, nee, dunkel. Da schau dir nur die an. Dann kann ich auch nicht aus. Weil er dann nur in diesem einen drin. Ja. So. Platz. Mitten. Assassin's Creed, Bruder. Aber mit die Scheiße. Sehr beliebt, ja. Oh, das sieht cool aus. 5-mal benutzt. Ey? Ja, und dann nie mehr. Wo ist Hast du gezählt beim Benutzen? Ich kann es grob sagen, ja. 5-mal so in der Art und dann. Oh, das Field Fighter 5 wird damals rausgekommen. Und mit Controller kam ich eh nicht zurecht. Da habe ich gesagt, komm, kaufe ich sowas und dann. Und da ich momentan andere Dinge dann mache und das im Weg ist anders. Okay. Ja. Was hast du dir durchgerechnet? Das reicht nicht auf jeden Fall. Ja, das ist klar. So, so 200 vielleicht auch. Mehr. Ja, also, weißt du, wenn jetzt einer kommt und sagt, du, ich habe mir 700 vor. Nee, so viel habe ich. Nein, dann hast du gar keinen Beweis, dann denkst du, das, die Arbeit kannst du dir dann sparen. Ne? Ja, jetzt gleich ich nicht mal meinen Preis. Aber und da das eh ja schon alles auf zusammen ist, das ist nur Steelbook, gell? Nur Steel. Und da die Leute ja eh hier alle auf Steel sind. Auf Stahlpreise! Das ist echt lustig, gell? Ja, das ist auch Steelbook. Das ist normal. Aber das Project Cars aus Steel. Das ist geil. CDs sehen top aus, bei mir gibt es nicht zerkratzte Dinge. So, die sind, das ist komplett? Alles komplett. Neu oder hast du es schon mal? Das war schon offen. Das war schon offen. Nur der Kappen war dann verstaut, und, aber alles andere ist komplett. Ich habe gestern extra noch geguckt. Und das ist die normale, das ist die White Edition.
Oh Gott, da könnte ich weinen. Da habe ich mal angeboten, kriegt das schon über Jahrzehnte her, für 20 Euro neu. Aber da war ja diese ganze Hype. Heute schon wieder anders. Heute wärst du der King. Was kriegst du jetzt? Wenn es noch neu verpackt wird. Also die Black Edition habe ich verkauft, für, die war teurer für 200 letztens. Aber das ist auch so Gefühlssache, weißt du, mal so, da muss der Richtige kommen. Ne? Weiß nicht. Und die stand bei mir auch dann nur im Regal unten drin. Aber die ist auch schön. Also das Assassin's Creed kriege ich momentan total. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nämlich so gesammelt. Irgendwie. Ich habe letztens 10 Collectors wieder. Ich denke, das ist auch der Franchise, meines Sichts. Ich bin mit Nimi warm mit dem Teil einfach. Ah, das ist Ballett. Die war schon mal draußen aufgestellt. Ich hab sie auch wieder komplett zusammen. Mit Halterung, alles, was in der drin steht. Tja. Das haben wir jetzt andere Dinge und deswegen ist verplatzt. Also ich würde dir 200 Euro anbieten. Bleib. Ja, okay. Wow, mein Ding. Kannst du aber damit beanfangen. Okay, ne? Weil da ist der Kirby viel besser und ja. Steht bei mir eh noch dahin. Ja, ich. Alles klar, Deal, oder? Okay. Willst du das Geld noch was umschauen? Ich schau mich noch um, ich fahr jetzt noch nicht gleich wieder heim. Ja, ja, klar, du. Sollen wir nachher alles abbrechen? Das machen wir nachher. Machen wir nachher in Ruhe. Du 470, du 200. Ja. Genau. Dankeschön. So, was hast du dabei? Oh je. Wenn du schon oh je sagst, dann. Oh, on the road. Okay. Du blöder Kabel. Ach, du hast ja die besten Sachen, Brudi. Ja. Das ist doch neu, das ist immer politisch. Hi, servus. Hi. Das bringt dir alles 20 Euro. Hoffst du. Was? Okay, alles klar. So, bitteschön. Gern. Ja, ja, alles gut, dankeschön. Ja, ja, du auch. Ja, ich, ciao, ciao. Und dann FIFA 19, FIFA 17 und noch so andere Call of Duty und so. Nein. Ja. Okay. Tut mir leid, nicht dein Stück. Okay. Das ist, kann man nicht mehr verkaufen, also es kauft niemand mehr. Nee. Okay. Tut mir echt zu leid. Alt, oder? Ja klar, FIFA 17, 18 kannst du verschenken, das ist nichts wert. Okay. Mehr. Okay. Tut mir leid, okay. Gell? Ciao. Also komm, bring mal dein Stuff her, können wir loslegen. Laden ist jetzt leer, jetzt haben wir hoffentlich mal Ruhe. Jetzt können wir mal gucken. So, da hast du was, DVDs. Okay, sowas ist ja nicht so der Hit. Ich würde sagen, das hätten wir uns mal auf kurz. Mhm. Zeig mal weiter. Herr mit, schnell! Oh. Zeit ist Geld, Junge. So. Hier einmal. Ja, oh, Collectors. Ach, Deus Ex, die habe ich da oben auch schon. Das ist geöffnet, aber das Spiel ist noch sealed. Also das wurde nicht benutzt. Okay. Vielleicht ein kleiner Vorteil. Okay, vielleicht. Dann hier das. Ach, dann haben wir noch Verpackung. Okay, warte mal. Genau. So, was hat denn da drin? Mach mal raus. Okay, aber das ist auch gebraucht. Das ist auch gebraucht, ja. Okay. Habe ich auch gebraucht, so gekauft. Was ist das? Eine Puppe. Eine Figur. Eine Puppe. Das ist der neue Ken. Ja, das ist der Aragorn. Okay. Okay, okay. So. Also wir haben das, das und das. Dann haben wir hier Kleinkram. Kleinkram ist immer... Kleinkram ist am besten. Ja. Großen Sachen sind groß und kosten wenig, gell? So. So. Jetzt gucken wir mal. Wie kann man das machen? Soll ich das mal so halten? Da sind ein paar Steelbooks. Jetzt holen wir da mal alles raus. Ja, aber du hast dann jetzt. So. Oh Gott.
Machen wir alles raus, dann gucken wir uns das in Ruhe an. Okay. Ah, Destiny Box, die hatte ich letztens auch mal. PC-Sachen. Okay. Aber dann weiß ich nicht, ob du sowas annehmen möchtest. Das ist relativ alt, das Mofi ist S7 gedacht, aber ist halt noch sealed, habe ich nie benutzt. Nee, sowas habe ich keinen Kunden. Haben schon drei Stück da. Mach mal Karton runter und dann kannst du das da hochholen. So, dann noch Fallout. Das ist wahrscheinlich auch gebraucht. Ne? Genau. Haben wir jetzt alles, oder? Ja, da kommt noch eine. Ach so, du hast noch mehr, okay. Eine Kiste. Schon mal ausbreiten. Der Pipo ist voll, oder? Da ist jetzt... Ist normalerweise alles drin, ja. Aber auch, nicht sealed, oder? Ist nicht sealed. Ich habe aber die ganzen Steelbooks, glaube ich, alle einpoliert. Okay. Dass da keine Schramme reinkommt. So, dann zwei Funkos. Okay. Ja, mach auf dem Boden, ist doch einfach. Oh, Metal Gear. Sealed? Ja. Also ist vielleicht nur ein bisschen defekt hier. Diese das stört dich ganz arg, so Sachen, gell? Mich stört das schon. Ich hab's schon gemerkt. Wegen, ja, ich weiß, aber. Da bist du ein bisschen penibel. Alles gut. Aber das ist so blöd manchmal. Das ist ja hier auch, gell? Weil theoretisch könntest du es ja aufmachen und nochmal neu also folieren lassen, genau. Ja. Genau. Weil das ist ja, die Folie hat ja keine Bedeutung, hat ja keine Banderole oder so. Mhm. Aber gut, das ist halt so, wie es jetzt ist, ne? Dann, das hier ist halt, weiß ich jetzt nicht, ob das... Ja, ich weiß. Das ist eine andere, also es ist keine deutsche USK-Version. Ja, Ninja Gaiden 3 Collector's Edition. Okay. Dann... Ach, die habe ich zur Genüge. Ja. Mafia 3. Das war so totaler Flop, muss ich sagen. Warum auch immer. Der Inhalt ist eigentlich ganz geil. Auch die Schallplatte ist eigentlich auch cool. Echt fett. Ich habe auch überlegt, ob ich sie überhaupt mitbringen soll, aber ich muss mir ja von ein bisschen was trennen. Ja, aber jetzt nicht finanziell, sondern weil du es einfach weghaben willst. Genau, weil ich ja was anderes dann will. Ach so, okay. Ja, ich bin ja in der Hinsicht dann auch leidenschaftlicher Sammler. Mhm. So, zu der Collectors habe ich natürlich dann auch noch einen Steelbook. Das gehört aber offiziell nicht. Das gehört offiziell nicht dazu, aber okay. Das habe ich damals irgendwie bekommen. Ja, Lost Planet. Und das hier ist leider etwas lediert. Gut, ja. Da wollte ich mal Gitarre spielen, habe es aber dann sein lassen. Genau, das wär's dann. Mass Effect ist komplett. Das ist aber auch gebraucht. Ja genau, ist alles gebraucht. Lediglich die zwei Collectors in Sealed, beziehungsweise das Spiel bei dem DSX ist halt auch noch Sealed. Ansonsten alles andere ist gebraucht. Ja, dann schaue ich mir das jetzt mal an. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen aufgestellt. Mhm. Ja. Hast du eine Wunschsumme? Ja, so 300, 400 wäre schon... Geil, aber wie gesagt, wir können es ja eintauschen. Also da kommen wir auf jeden Fall hin, da brauche ich jetzt, das sehe ich schon. Okay, also ich habe ja ein fachmännisches Auge, hoffe ich noch, ja. Genau, das ist auch noch sealed, aber ist halt auch nur Krimskrams. Ja, Krimskrams, genau. Das ist auch noch sealed, aber das ist, ja, gut, das ist für unsere Stahlleute. Wintersport und das ist jetzt ja, okay, wir haben ein Steelbook. Ich muss mir jetzt mal alles angucken. Silent Hill ist ja cool. Da muss ich aber sagen, das und ich glaube das Halo, ja, für die 3 ist nicht in einem super geilen Zustand. Die CD oder, ja, oder das Büchel? Ist die CD zerkratzt, also, oder? Zart. Zart, ich, ja. Ich würde wahrscheinlich schleifen, mich würde es stören. Ja, okay. Ich habe aber das hier schon mal gehabt, das habe ich mal in einem Bundle geholt. Mhm. Das habe ich auch schon und das hat ja jeder irgendwie bei sich schon so geil gehabt. Okay. Ich habe von einem Kollegen mal eine Xbox bekommen noch. Mhm. Die 360 in diesem One-Stil. Ja. Und der hat leider nicht so auf sein Zeug aufgepasst. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Genau. So, jetzt muss ich mir mal einen Blick verschaffen. Stahlleute. Mhm. Und das war das Thema, wo ich mal gefragt habe, ob du noch PS4-Hüllen hast, weil das sind. Mhm. Da waren gute Hüllen drauf, die habe ich natürlich schon für mich. Das muss für dich? Ja, muss ich ehrlicherweise natürlich ja, sagen. Ja, ist ja okay. So. Ja, ist alles ein bisschen dreckig. Lieber im dreckigen Wattestäbchen. Also, nee, alles gut. Ist ja so, nein, Name ist Programm. Na Quatsch. Na Quatsch.
Du hast auch querbeet gesammelt. Ja, ich hab sehr viel von allem etwas. Das wird lustig. Ja, das sieht doch gut aus. So, wie sind hier die Zustände? Ich hab mir nochmal angeguckt, also die CDs, also alles komplett. Haben die nicht dieses große Lösung, dieses Handbuch? Oder ist es hinten? Also, ah, hier ist noch so ein Booklet und so weiter dabei. Hier ist auch noch eine alte Rechnung für die Historiker. Oh Gott, sogar noch mit Ding geschrieben, mit der Schreibmaschine. Was ich jetzt mal vorstelle, so eine Schreibmaschine, ja. Bei dem hier ist so ein größeres Handbuch drin, bei dem 8. Ja gut, aber ich muss sagen, das ist schöne Ware für die Auktion. So was feiern die Leute. Da muss ich leider nur sagen, und da ist der Zustand hinten an dem Pappschuber etwas lediert. Ja. Aber ja, das stört dich wieder, gell? Das sind mich so persönlich wird es stören. Klar. Ja, bin voll bei dir. Aber viele stellen sich ja auch einfach hin und da muss die Front gut aussehen. Das ist eher so ein Zugabe. Mit erst letztens verstehen. Ja, genau. So, dann haben wir den Kruscht mal. Mhm. So, dann haben wir die Collector-Sachen hier. Die Metal Gear finde ich auch ganz cool. Ja, die finde ich auch cool. Aber gut, die Lotta der Ringe-Puppe. Dann haben wir Deus Ex. Dann haben wir unten Elder Scrolls, dann haben wir die Boy, dann haben wir das Ninja, dann haben wir das hier, Destiny und das hier und dann haben wir die, das ist nicht mehr viel und dann haben wir halt die DVDs. Ja, das sieht doch gut aus. Passt das für dich? Ich habe versucht, alles ein bisschen weniger zu rechnen, ja, damit es auch fair für dich bleibt. Aber das doch. Also ich mache dir 480, mache dir glatt 500, ja, wenn man im Tausch, ich denke. Passt. Klar, ich bin Reseller, es sind zwei, ja, drei gute Sachen dabei oder ja, vier, fünf. Aber der Rest, ja, weißt du ja. Naja, klar, ist auch ein bisschen Krimskram dabei. Aber ich bin total zufrieden, gefällt mir, finde ich cool. Also Deal. 500 im Tausch. Kannst shoppen wie ein Wahnsinniger. Genau. Ich habe ja noch ein bisschen Geld dabei, das heißt, ich kann wirklich noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, Merch. Kannst du auch noch ein bisschen schauen. Da ist noch ein bisschen Dragon Ball und so. Und vielleicht bin schon da was. Genau. Also, dann schließen wir den Deal ab. Supi. 500 passt, gell? Ja. Danke dir. Merci. Sauberes Wattestäbchen. Morgen. Morgen. Ich hab schon ein bisschen eilig, tut mir leid. Ja, was, ich denk gerade so, du rennst wie so ein Vogel, ey. Oh, PlayStation-Rucksack, was denn den hier? Ja. Hm? Cloud. So, was ist das schon mal speziell? Achso, das hast du letztes Mal vergessen, gell? Ja. Diesmal ist es drin. Muss ich jetzt arbeiten oder was? Nee, meine Freundin will mit dem Zug fahren. Ah ja. Dann bald. In 10 Minuten. Okay. Wir haben Taxi gerufen. Die kam dann 15 Minuten zu spät, wo sie gesagt haben, 10 nach 10 sind sie da. Okay. Ach, Katastrophe. 25, 35, 38 Euro. Machst du mir eine 20 Euro PSN-Karte und den Rest. Was, eine PSN 20er? Ja. Okay. Ich mal gucken. Haben wir sowas überhaupt noch? Mal so gut wie nicht mehr. So, Sony 20 Euro eShop. Hä? Ich bin bei Nintendo. Oh Junge.
Ja, es wird Zeit, dass Feierabend wird. Ja, wo wartet sie jetzt auch? Hier in Schwenningen, oder was? Ja, sie wartet oben gerade am See runter, von da runter zum Bahnhof. So, dann geht die Geliebte wieder nach Hause. Ja, ja. Bis April. Und dann. Wie hältst du das aus? Ja. So, erstmal die 18 und dein PSN-Code kommt gleich. Okay. Sagst du liebe Grüße? Mach ich. Soll gut nach Hause kommen? Ja. Soll sich von dir nicht ärgern lassen? Ja. So. Bitte schön. Alles klar, danke dir. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Okay. Das ist das Einzige, was. Was voll ist. Ja, genau. Wie geht's dir so? Dankeschön. Ja, gut. Selber? Ja. Nächste Woche Prüfung. Ja, du bist ja noch in dem Betrieb, habe ich gehört. Ne? Ja. Okay. Der Alexei und ich möchte sehr schöne Grüße sagen. Sie kann ja nicht mehr kommen. Ich weiß. Ne, die war letzte Woche mal da. Ja. Also vor die Tür halt. Ja. Ja, Saskia. Ich habe heute mal meinen Vater mitgebracht. Okay, der hallo. Servus. Dir mal einen kleinen Deal machen. Was, du willst mit mir einen Deal machen? Ja, du musst halt mal gucken, was du brauchst und dann sagst du mir, was du gibst und dann. Ja, sind 3 Kilo. Ja, muss man gucken. Die aktuelle. Sind halt ein paar Spiele und ein paar Blu-rays. Sind das deine? Ja. Ach so, okay, weil du hier der Hauptredner bist. Das sind alles meine. Ja, so, weil normalerweise ja sie kommt. Ne? Ja, das sind diesmal alles meine und. Meistens findet sie irgendwas im Keller, brauchst du das noch? Ach so. Ich nehme mal mit. Ja. Nimmst du mal mit, wa? Ja, weißt du, wie die Dings, die, sag schon, die, diese eine Matte da für die Wii und das Zeug, das hat sie alles dann, ach guck mal, das habe ich gefunden. Also ich habe überall nachgeguckt, nirgendwo ein Kratzer drauf, die sind alle noch drin. Kannst du aber selber jetzt mal in Ruhe. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Thema, wa? Kein Thema. X-Men. Kein Thema. Es ist halt. Die Frau will nicht mehr meine Sammlung. Deine Frau? Die will dich nicht mehr. Die will nicht mehr die Sammlung. Ach so, okay. Die hat gemeint, wir haben noch so viele Filme daheim und die gucke mir ja nie. Und da sind nur 18er dabei. Ja, ist doch kein Problem. Ja. Wir sind ja jetzt alle über 18, das ist ja auch schon seit geraumer Zeit. Ja. So, ein Mikrofon haben wir eh nicht mehr und Spiele tun wir schon seit Jahren nicht mehr. Und da habe ich jetzt mal gesagt, weißt du was, wir checken mal, ob sie noch gehen. Und wenn sie noch funktionieren, dann nehmen wir sie mal mit und dann gucken wir mal, was es gibt da. Ja, so die Highlights sind es ja nicht gerade, ne? Nee, also dass du jetzt hier sagst, Zelda oder Mario. Da ist irgendwas dabei, wo brutal gefragt wird. Das ist ja nicht. Die Kinder waren ja damals noch klein. Die Titel sind halt echt. Da brauchst du ja dieses Gitarrending. Ja, da habe ich zu ihr gesagt. Da brauchst du das Zeichenbrett dazu. Das Gitarrending haben wir daheim. Bringen wir dir das nächste Mal damit. Dann nimmst du es halt jetzt nochmal raus. Das ist egal. Ich würde dir jetzt so grob 50 Euro geben und das war's. Für alles? Ja. Ah, ja. Viel ist da nicht mehr. Also da ist jetzt nichts Hochpreisiges, Hochwertiges. Ja, nee, aber also ich habe ja vorher gecheckt bei Momox. Bei Momox kriege ich halt wegen mehr. Oder? Was hättest du bei Momox gekriegt? Pro Spiel. Also alle nimmt er nicht. Ja. Ist ja gleich. Aber pro Spiel
zwischen 4,51 und 5 irgendwas. Kriegst du bei Momox, weißt du? Okay. So, Momox, sagen wir mal 15 Cent. Ja, ich habe ja gesagt, alle nimmt er nicht. Aber, nee, aber Singstar, weißt du, Singstar kriegst du. Singstar, echt? Ja, Singstar nimmt du richtig. Okay, ich. Es interessiert mich jetzt einfach. 4,91 Euro. Tatsächlich. Sag ich dir ja, bei Momox, ich habe nämlich auch. 4,32. Tim, seine Preise versteht kein Mensch. Ja. Weil für sowas nimmt er keine 15 Cent mehr. Da nimmt er 15 Cent. Ja. Ja. Pro Blu-ray 15 Cent und manche tut er gar nicht. 15 Cent, genau. Pro Blu-ray 15 Cent und da ist es scheißegal, ob die meisten, die ich daheim noch habe, OVP und sowas sind, weißt du? 53 Cent. Ja, manche sind halt. Ja, wie viel hast du denn ausgerechnet dann, wenn du sagst 1,13 Euro? Also, bei Momox? Ja. Warte mal. Ja, das interessiert mich jetzt. Das müssen wir mal hier ein bisschen diskutieren, wir zwei. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Ja, ja. Warte mal, ich habe das auch hier irgendwo drauf. Aber ich glaube, die habe ich schon alle rausgenommen, weil ich gesagt habe, ich bringe sie erstmal hierher. Weil die guten, wo er ein Stück 20 Euro bringt, die hat er wahrscheinlich daheim behalte, der Kerl. Nee, wir haben daheim noch Wii Fit Plus. Ja. Wir haben daheim noch Wii Sports. Die allererste und die zweite und das war's. Den Rest. Hast du hier? Oh ja, und dann noch dein Lieblingsspiel. Also. Meine Mitverteile. Nein, dein Lieblingsspiel, dieses komische da, wo du gesagt hast, das soll ich auf gar keinen Fall mitnehmen. Ja, wie gesagt, Mitverteile. Kapuz oder wie das hieß. Nee, auch die Mitverteile, die ja. Ja, jetzt warte mal, jetzt gucken wir mal. Ja, gut, schick mal. Weil es hätte mich halt interessiert, dann, ich glaube nicht, dass wir weit auseinander wären. Nee, nee, weit auseinander seid ihr nicht, aber ja, gut, die habe ich alle schon rausgenommen. Ich habe jetzt mal noch, klar, der hat ja welche drin für 11 Cent. Ist keine Brille auf. Passion Christi 14 Cent. Also, die habe ich auch gar nicht dabei. Gut, James Bond ist teuer. Harry Potter zahlt da richtig. Deswegen gebe ich die da alle ab. Ja, was zahlt er denn Harry Potter? Hm? 4,37 Euro für die DVD. Ach so, DVD. Ja, DVD nee. Ist okay. Euch. Ja, aber siehst du jetzt, Hardy, bleibt die daheim und dem gebe ich halt so ein bisschen den Rest. Na, du, wenn, weil sie hat gesagt, Blu-ray hast du ganz wenig und da ist das Ding nicht so groß, das Sortiment und so weiter, weil es ja eh kaum einer kauft, das sehe ich ja ein, weißt du. Mhm. Also von Blu-ray kriegst du, ich glaube, bei denen hier alle, die, wenn er sie überhaupt ankauft, alle liege die hier bei 15 Cent oder sowas beim, beim Dings. Mehr kriegst du nicht und ich habe auch keinen Bock in eBay irgendwas anzufangen und dieses und jenes, aber ja komm, dann machst du doch halt so, ist mir egal, gib ich mir halt. Genau. Auch Händler, ne? Ja, ich überleg gerade. Du überlegst gerade, okay. Ich überleg gerade. Ich habe noch was für mich gefunden. Ja, dann kauf du erstmal, ich überlege gerade. Ich rechne das nochmal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sag mal, Mann, die Blu-rays kriegt man bei Momox 3 Euro. Und bei denen, bei den Singstar, da war es schon ein wenig höher. Rechne ich 8 mal 4 Stück im Schnitt bis bei 2,30. Ja, genau. Ja. So schlecht habe ich nicht gerechnet. Nee, nee, so schlecht bist du da gar nicht dabei. Und das, wo ich jetzt noch drin habe, der zahlt mir zum Beispiel. Es gibt ein Dings nach oben. Die liegt bei 30 Euro, gell? Was? Mhm. Echt? Mhm. Okay, warte, ich gucke, ob ich das anders finde. 30 ist die. Die kostet 40 normalerweise. Ganz gut. Ich habe mal geguckt für die komplette Collection, die kostet glaube ich 80 Euro oder so. Wirklich alle Filme. Ja, aber das ist halt so eine Special Edition. So. Mediabook nennt sich das, ne? Cool sieht's aus.
die ganz normale DVD von Freitag gekauft sind, hast du die? Nee, hab ich nicht. Ja. Oder irgendwie noch was von Metroid? Hey! Hi! Metroid auch gar nichts. Ne? Da rein bestimmt noch was, wo wir alle mit reinklatschen können. Und du musst auch was verdienen, ist mir scheißegal, dann mach halt 50 Euro, ist mir wurscht. Sicher! Ich merke, du bist noch so am Schwanken. Ja, hättest du jetzt gesagt 60, hätte ich gleich gesagt, komm, kein Thema, mach, aber. Nicht bei denen spielen. Ja. Scheißegal. Weißt du, klar, das hat irgendwann mal richtig Kohle gekostet, ja, auch die Blu-Rays, weißt du? Ich weiß, aber ich bin voll bei dir. Die Frau will nicht mehr, die hat keinen Bock mehr, die sagt, heutzutage kannst du alles streamen und scheißegal. Also, ja, das ist klar, super. Überhaupt kein Ding. Ja. Dieses Teil, das brauchst du noch, gell, für die... Hab ich noch irgendwo umfahren bestimmt. Ja, wenn nicht, für... Sie kann es ja mal mitbringen, genau, ja, ja, wenn sie mal da ist. Ja. Bei uns liegt es daheim nur bloß sinnlos rum, wir brauchen sie ja dann auch nicht mehr. Nee, ich wegschmeiß. Wenn sie mal da ist, dass sie es mitbringen. Okay, also machen wir, gell? Eben. Jo. Was hast du zum Abgeben? Dreckiges Wattestäbchen. Der passt da nicht rein. Hast du was verkauft? Warum das jetzt, Bruder? Okay. Du hast noch reingeschmeißt. Jetzt habe ich nicht einmal ausgepackt. Bitte? Jetzt habe ich nicht einmal ausgepackt. Hauptsache kauft, gell? Ja. Und dann muss ich's wieder ankaufen. Den Rotz da. Das hast du auch bei mir geholt, oder? Ja, bei mir. Jetzt willst du auch wieder nehmen. Ja. Sammeln schon wieder zu Ende, oder was? Ich brauch Platz für die anderen Sachen. Ach so, für die Schubladen, ne? Muss ja schublieren. Na. €65. Passt. Willst du gleich donaten? Oder? Nein. Passt. Okay. Ja, das denken alle. Ich glaube, ich habe den Höhenflug verpasst. Du. Ich zahle immer zu viel mittlerweile. Also das Ding ist, glaube ich, die am wenigsten verkaufte Special Edition, die es in eBay gibt. Echt? Manche nur maximal 30 Euro. Okay, ja. 50, 65, gell? Nee. Danke dir. Dann habe ich ja wieder Material zum Verkaufen, ne? Ja. Nicht, dass es mir noch ausgeht irgendwie, ne? Ah, ja, man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen, was morgen ist, wa? Naja, also. Dealchen. Dealchen. So. Karte geht ja bald, oder? Ja, klar, selbstverständlich. So. Sonst hast du nicht so Nintendo, also so. Gameboy. Gameboy-Geräte oder? Geräte und Spiele für Gameboy Color. Da habe ich halt so Geräte, die liegen bei 99 Euro. Nur die drei, oder? Ja. Ah, okay. Nee, ich suche nach einem grünen. Ach, einen grünen hätte ich gern. Ja. Habe ich abends so auch, aber gerade leider nichts da. Also dieser Apfelgrün. Ja, ich weiß, ey, das ist richtig cool. Ja. Nee, da habe ich leider gerade nichts da.
10 und das Rumble fehlt noch. So, dann sind es 94 Euro. Okay. 9409. So. Und Schreinsteck, ne? Ja. Genau, Dankeschön. Hast du so Hüllen für die OVPs von Nintendo 64 spielen? Du meinst doch diese Klarsichthüllen, also ja, diese Hard, ja. Habe ich nicht, weil die safen die jetzt alle in diesen Acrylboxen ein. Okay. Und von denen habe ich gerade gar nichts da. Okay. Ja. Ja, aber die kommen, die sind bestellt, also so eine Woche oder so. Okay. Hab ich auch. Du jetzt die Boxen oder die? Nee, diese Acryl, also diese. Ja. Wo habe ich denn welche? Ja, genau sowas. Meinst du, die hier? Ja. Also die paar wenige, die ich habe, habe ich ja selber auf meinen Spielen. Aber werden wir in Zukunft auch da haben. Okay, was wird eins kosten von denen? Oder ist das so Set? Ich glaube 3 Euro oder so. Okay. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja stärkere, bessere, dann gibt es schwache. Okay. Muss man schon auf Qualität auch ein bisschen achten. Ne? Okay, alles klar. Okay. Ja. Dann schaue ich das nächste Mal nochmal durch. Ja, gerne. Wo kommst du denn her? Aus Triberg. Okay. Wie bist du jetzt auf mich gekommen? Oder wusstest du? Internet. Internet, ey? Ja. Ah, okay. Ich habe ein paar Mal deine Videos, deinen YouTube-Channel. Genau, YouTube-Channel. Ja, ich hab die schon also mehrmals gesehen, aber ich habe nie gewusst, dass hier ein Film ist. Ach so, okay. Und dann bin ich irgendwie durchs Internet jetzt auf den Shop hier gekommen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesehen, dass auch der Channel also dazugehört. Von hier. Ja, so irgendwie halt zufälligerweise. Ja, wir streamen auch live auf Twitch und so, machen da auch Auktionen. Ach so. Sagt dir Twitch was? Oder? Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Da muss ich mal schauen. Ja, ich habe ja hier so einen Zettel. Da sind alle Daten. Also, du kannst auch zum Beispiel per WhatsApp. Kannst dich auch melden und sagst, du hast du das da und da, kannst du mal Fotos schicken, also Anfragen machen, weißt du. Und wie gesagt, halt hier auf Twitch, auf dem Kanal sind wir jetzt gerade live hier. Ah, okay. Da kannst du live in den Laden kommen. Alles klar. Und mit mir sprechen. Okay, cool. Alles klar. Okay, supi. Ja. Danke dir, mach's gut, ciao. So, meine Lieben, jetzt ist die Folge wieder zu Ende. Wir freuen uns selbstverständlich auf die neuen Folgen und mir macht es richtig Spaß, euch immer Content zu bieten. Es macht echt Laune. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr das so feiert da draußen. Das habe ich jetzt so oft hier schon gehört. Das ist echt geil. Also, ich versuche jetzt mal, dass wir jetzt so die Woche 1-2 Folgen auf jeden Fall mal raushauen für euch. Weil jetzt so die letzten Tage hatten wir viel Arbeit, da sind nicht so viele Folgen gekommen, aber jetzt geht es wieder rund hier und wir sehen uns wieder in den neuen Folgen. Bleibt gesund da draußen, wir sehen uns. Woo!